Hallo Terrarienfreunde. Heute in diesem Video soll es darum gehen, wie ihr Erbsenblattläuse für eure Reptilien oder wie in meinem Fall für Feigefrösche züchten könnt. Und wie ich das mache, zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß! Was ihr für das Herstellen eines neuen Erbsenblattlaus-Zuchtansatzes benötigt, zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr dafür Kokos-Humus-Ziegel. Ich verwende diese von einem schwedischen Möbelhersteller. Dann braucht ihr ein passendes Zuchtgefäß. Ich verwende diese Dosen hier, dazu später mehr. Und natürlich Saatgut. Das sieht so aus und dazu später gleich mehr. So, im ersten Schritt bringen wir den Kokoshumus zum Quellen auf. Und zwar nehme ich dafür diesen Humusblock, der ist da drin, ne? Also so ein Ziegel. Nehme ich dafür 1,5 Liter Wasser, lauwarmes Wasser, und bringe das Ganze zum Quellen. Das Ganze lassen wir jetzt ca. 10 Minuten stehen und danach geht's weiter. So, nachdem das Ganze nun gequollen ist, hier, wir können das jetzt so schön auseinander mehren, das Ganze, werden wir jetzt unsere Behälter mit Kokoshumus befüllen. Kurz zu den Behältern. Ich verwende diese Behälter. Die stammen aus einem kleinen Discounter hier um die Ecke bei mir. Wichtig bei den Behältern ist, dass sie eine möglichst hohe Höhe aufweisen. Und wichtig dabei ist, dass ja unten keine Verengungen oder also so manche Dosen, das sind so eine Schüttdosen für Müsli eigentlich. Und manche, die haben ja so an der Seite solche Verengungen, dass man das besser anfassen kann. Diese Dosen sind eher ungünstig, da das einfach beim Schütteln behindert und das einfach Platz und Fläche für die Erbsenpflänzchen wegnimmt. Na, also irgend sowas in der Drehe, das sind vielleicht so Pi mal Daumen, ungefähr 20 cm, hat sich als ganz gut erwiesen. Genau. Diese Behälter fülle ich jetzt mit Kokoshumus. Den mache ich ein bisschen klein und fülle den jetzt hier ein. Der Kokoshumus ist jetzt ungefähr von der Feuchtigkeit her so wie ein Blumensack, wenn man den im Baumarkt kauft und den aufmacht. Der ist also nicht nass, sondern etwas feucht. Also nicht zu dolle. Genau. So, ein bisschen brauchen wir noch. Ich fülle jetzt die Dose ungefähr, sagen wir vielleicht mal 2 bis 3, naja, sind vielleicht schon 4 cm auf. Man kann das auch noch ein bisschen verdichten, dann wird das ein bisschen weniger wieder. Genau. Und ich verwende deshalb Kokoshumus, da der Kokoshumus leicht sauer ist und somit Schimmel entgegenwirkt. Man kann auch andere Substrate verwenden, wie zum Beispiel, manche verwenden Ceramis, diese Tonkügelchen, oder manche nehmen auch nur Zellstoff, kann man auch machen. Hat alles seine Vor- und Nachteile, habe ich alles schon ausprobiert. Zellstoff ist zwar sehr hygienisch und schön sauber, ist einfach zu beschaffen, trocknet aber sehr schnell aus. Außerdem ist die Schicht nicht besonders dick, wo die Wurzeln von den Pflänzchen sich drinnen verwurzeln können. Und Ceramis ist, ich finde, relativ teuer und man kann es auch bloß einmal verwenden. Ja, also ich habe es am Anfang versucht auszusieben, aber das hat einfach nicht funktioniert. Also Ceramis finde ich persönlich nicht so besonders, aber ihr könnt das ja gerne ausprobieren. Ich verwende Kokoshumus, ich finde das wunderbar. Bitte verwendet kein Torf dafür, denn Torf wird aus Mooren abgebaut und ich will mit meinem Hobby eigentlich nie noch die Natur weiter zerstören. Daher verwende ich Kokoshumus, was aus der Kokosnuss hergestellt wird und die Kokosnuss ist weltweit verbreitet und wird viel angebaut und für viele Sachen verwendet und eben auch dieser Humus. Also es ist einfach ein Abfallprodukt. Genau, so füllen wir das rein. Okay, wenn wir das haben, fülle ich jetzt Erbsen obendrauf. Und zwar nehme ich da, sagen wir mal, so eine gute Handvoll Erbsen. Die sind jetzt, wie gesagt, schon vorgekeimt und fülle die hier oben drauf. Wichtig bei der ganzen Sache ist, habe ich festgestellt, zumindest bei der Methode mit der Dose, man darf nicht zu viele Erbsen aufstreuen, denn die Pflänzchen dehnen sich dann aus, bilden Blätter und das wird relativ schnell eng hier drinnen. Und dadurch, dass die Pflänzchen sich gegenseitig quasi den Platz wegnehmen, kommt auch nach unten kaum noch Luft hin. Dadurch bildet sich dann hier drinnen Schwitzwasser und die Blattläuse bleiben dran hängen und
Das fördert auch die Milbenbildung. Also deswegen lieber weniger, oder weniger ist mehr in dem Fall. Genau. Kurz zu den Erbsen. Ich verwende stinknormale Erbsen. Das können grüne Erbsen sein, das können gelbe Erbsen sein. Ich habe schon alles ausprobiert. Das ist relativ egal. Wichtig dabei bloß ist, dass die ungeschält sind. Also das heißt, die Schale muss noch dran sein. Ansonsten ist das Saatgut sozusagen beschädigt und kann nicht mehr keimen. Genau. Was noch wichtig ist, die Erbsen dürfen nicht zu lange im Wasser sein. Also ich nehme quasi so einen Behälter, mache da so Pi mal Daumen vielleicht 2-3 cm Erbsen rein, die getrockneten. Dann gebe ich einen guten Liter Wasser oben drauf und lasse das Ganze 6-8 Stunden ungefähr stehen. Am Anfang habe ich das 24 Stunden und länger drin einweichen lassen sozusagen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, es fängt an zu stinken und zu faulen. Und die Saatgutkörner sozusagen, also die Erbsen, da wird die Keimfähigkeit sozusagen vermindert. Also lieber kürzer oder weniger ist auch hier mehr. Okay, gut, da haben wir das Ganze so eingefüllt. So, und das Ganze wird jetzt abgedeckt mit einem Damenstrumpf, einem Probierstrumpf. Ich habe die Dosen auch nach diesem Gesichtspunkt gewählt. Die Dosen sind nicht zu groß. Dieser Damenprobierstrumpf passt genau drüber. Die kann man im Internet bestellen. Ich kann euch das unten in der Infobox, kann ich euch einen Link dazu reinsetzen, wo ihr die Probiersöckchen herbekommt. Okay, der Vorteil an diesen Probiersöckchen ist, hier kann nichts rein und nichts raus. Also ich meine damit vor allen Dingen Trauermücken, weil das ist so das häufigste Problem bei der Erbsenblattlauszucht, dass sich hier Trauermücken einnisten, die Keime anfangen anzufressen, also die Larven dann. Und dann hat man tonnenweise Trauermücken in seiner Wohnung und ist einfach sehr lästig, wenn man da einige von diesen Ansätzen hat und dann alles voll Mücken voll ist. Deswegen einfach ein Strumpf drüber, ist luftdurchlässig und vor allen Dingen auch lichtdurchlässig, was dann die Pflänzchen brauchen, um zu wachsen. Genau, beim Thema Licht, da gehen wir jetzt mal rüber und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Jetzt sind wir hier an der Zuchtstation der Blattläuse. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir ein Brett gebaut hier an meinem Regal. Das ist ca. 20 cm tief, entsprechend der Dosen. Über den Dosen habe ich eine LED-Leiste angebracht, die 12 Stunden am Tag leuchtet. Denn wenn die Lichtintensität unter 12 Stunden, also unter 12 Stunden pro Tag ist, stellen die Blattläuse die Vermehrung ein. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass die Temperatur stimmt. Die sollte nicht über 25 Grad betragen, denn da stellen die Blattläuse auch die Vermehrung ein, beziehungsweise auch keine Untertemperatur. Das sind so ca. 18 Grad. Dann bilden die Blattläuse Männchen aus, woraus wiederum die Weibchen dann Eier legen. Und innerhalb der Temperaturspanne bilden die Weibchen eben Klone und bringen dadurch einen guten Ertrag. Genau. Die Pflänzchen hier sind jetzt ca. 1,5 Wochen alt und ab der Größe kann man auch schon dann die ersten Blattläuse draufsetzen. Genau. Bei mir ist das jetzt so, ich habe jetzt hier die vorgekeimten und auf diese Größe setze ich dann die ersten Blattläuse. Hier müssen sich erstmal Keime bilden und bis es soweit ist, dauert es ungefähr eine gute Woche. Ja, ich habe sie jetzt hier ein bisschen länger stehen lassen, aber ab einer Woche ungefähr kann man beginnen, die ersten Blattläuse aufzusetzen. So, wie man hier sehen kann, befinden sich jetzt hier schon die ersten Blattläuse drauf auf den Pflänzchen. Pro Dose setze ich ca. einen halben Teelöffel gefüllt mit Blattläuse auf die neuen Pflänzchen. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr die Erbsen frisch angesetzt habt, dann könnt ihr ruhig noch das Ganze ein wenig angießen mit einer kleinen Gießkanne. Aber überschwemmt das oder übertreibt das Ganze nicht. Es sollte jetzt etwas nass sein, aber das Wasser sollte nicht drin stehen. Also keine Staunässe. Und die anderen Pflänzchen solltet ihr natürlich gelegentlich auf die richtige Feuchtigkeit kontrollieren, denn auch diese Pflänzchen brauchen natürlich Wasser. Und somit ist es auch wichtig, hier drauf zu achten. Aber auch hier sollte das Ganze nicht schwimmen, sondern lediglich ein wenig feucht bleiben. Und wenn ihr die Blattläuse dann circa eine Woche auf dem Pflänzchen sitzen haben lasst, könnt ihr dann ungefähr anfangen, die zu ernten sozusagen. Also die Blattläuse haben eine wahnsinnig schnelle Vermehrungsrate bei der richtigen Temperatur.
Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zum Beispiel mache das so, ich nehme die Dosen und klopfe die im Terrarium ab, sodass die Blattläuse rausfallen. Und wenn ich dann sozusagen den Busch relativ abgeerntet habe, dann nehme ich die Pflänzchen raus. Hier unten bildet sich ein starkes Wurzelwerk in der Dose drinne, sodass die Erde dran hängen bleibt. Dann nehme ich die ganze Pflanze, stelle die ins Terrarium und wie hier meine Dendrobatus auratus freuen sich dann an den Erbsen, die dann von den Pflanzen auch zum Teil runterkrabbeln und durchs Terrarium sich durchbewegen. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich habe euch gezeigt, wie ich das mache mit der Zucht der Erbsenblattlaus. Und einen kleinen Hinweis möchte ich euch noch geben. Wenn ihr regelmäßig Blattläuse braucht, dann solltet ihr diese Ansätze auch wirklich regelmäßig ansetzen. Ich mache das meistens sonntags, jede Woche einmal, entsprechend viele Dosen ansetzen und dann die nächsten Keime wieder animpfen mit Blattläuse. So habt ihr eine kontinuierliche Ausbeute an Erbsenblattläuse. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr es gerne liken, kommentieren, teilen, wie auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis bald.